Schwedt an der Oder nordöstlich von Berlin galt früher als das Zentrum der DDR-Ölindustrie. Nach der Wende teilte sie das Schicksal vieler anderer ostdeutscher Städte. Menschen zogen in Scharen weg. Die Stadt machte aus der Not eine Tugend. Ganze Straßenzüge wurden abgerissen, die Wohnquartiere aufgewertet. Inzwischen gilt Schwedt als Vorreiter beim Städteumbau, wovon sich heute Bundesbauministerin Geiwitz unter anderem auf einer Sportanlage überzeugen wollte. Zwei neue Sportplätze samt Zuschauertribüne gibt es bereits. In den nächsten beiden Jahren sollen hier noch einmal rund 4 Millionen Euro in Gebäude investiert werden. Die Anlage ist die Heimstätte des FC Schwedt 02 und wird auch rege für den Schulsport genutzt. Das Ganze ist Teil des Stadtumbaus und wird der Bundesbauministerin präsentiert als Beispiel für gelungene Sanierung. Wir waren ja die Modellstadt sozusagen. Wir haben vor mehr als 20 Jahren hat der bundesweit erfolgreiche Weg hier seinen Anfang genommen, des Stadtumbaus. Wir konnten die Ausdehnung der Stadt, die in den 70er, 80er Jahren noch mal in Richtung Industriegebiet gewesen ist, die konnten wir wieder zurückbauen. Das Zentrum konnten wir stabilisieren. Im ersten Jahrzehnt nach der Wiedervereinigung hat Schwedt mehr als ein Drittel seiner einst rund 50.000 Einwohner verloren. Zeitweise standen bis zu 40% der Plattenbauten leer. 1999 begann die Stadt mit dem Abriss und der Sanierung. Seither mussten fast 7.000 überzählige Wohnungen weichen. Daneben wurden wie hier im Wohngebiet Kastanienhöfe ein Teil der alten saniert und neue gebaut. Mehr als 60 Millionen Euro gab es laut Stadtverwaltung dafür bisher vom Bund. Ein Umbau, der längst nicht abgeschlossen ist. Wir schaffen so im Jahr 60 bis 120 Wohnungen anzufassen, zu modernisieren. Und da wollen wir auch in den nächsten Jahren fleißig dranbleiben und die Qualität der Wohnungen hier in Schwedt erhöhen. Im Herbst soll der letzte der alten Plattenbaublöcke in den Kastanienhöfen abgerissen werden und einem neuen, kleineren Wohnhaus weichen. Darüber sprechen wir auch noch mal mit der Bürgermeisterin von Schwedt, Anne-Kathrin Hoppe. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ja, wenn Sie da so viele schöne neue Wohnungen bauen, wie viele von denen, die damals weggezogen sind, sind dann inzwischen wieder zurückgekommen und da eingezogen? Also es ist schon so, dass die jüngere Generation gerne wieder den Weg nach Hause zurückfindet. Es wohnen ja hier immer noch Familien, die Großeltern. Und wer sich dann selbst mit einer Familie niederlassen möchte und auch kurze Wege sucht, wir sind die Stadt der kurzen Wege, dann ist Schwedt ein ideales, bietet Schwedt einen idealen Platz, ein ideales Umfeld, um ganz kurz eben Kitas und Schulen und auch moderne Wohnungen, die angepasste Grundrisse haben, die zum großen Teil barrierefrei sind, die fast alle schon saniert sind, eine Wärmedämmung haben und auch ein gutes Wohnumfeld haben. Dieser Platz, den haben wir dann hier. Ja, den haben Sie. Aber wie viele nutzen den denn und wie viele neue Bürger konnten Sie vielleicht auch anlocken? Also es ist so, dass sich bei uns der Wegzug und der Zuzug nach wie vor die Waage hält. Man kann davon ausgehen, dass in etwa 20.000 Menschen in den letzten Jahren die Stadt verlassen haben, aber genauso viele auch wieder zurückgezogen sind. Es sind zum Teil natürlich auch ältere Personen, die hier gerne ihren Lebensabend verbringen wollen, aber es sind auch viele junge Familien, die hier nach Schwedt kommen, was uns in Schwedt immer noch nachläuft, ist halt der demografische Wandel. Das heißt, wir haben immer noch einen Sterbeüberschuss. Wir haben ein Durchschnittsalter von 52 Jahren in der Stadt. Und das ist natürlich ein Fakt, den können wir so schnell nicht ändern. Aber die Geburtenlage ist stabil und man kann sagen, dass im Laufe der letzten, sagen wir mal, 20 bis 25 Jahren schon 20.000 Menschen weg und auch wiedergekommen sind. Und die Frage ist, was bieten Sie denen außer den neuen Wohnungen und schönen neuen Sportplätzen? Wir bieten auf jeden Fall auch sichere und zukunftsorientierte Arbeitsplätze. Natürlich haben wir im letzten Jahr auch Schlagzeilen gemacht durch die Situation in unserer Raffinerie. Aber auch die Raffinerie hat sich dem Thema Transformation sehr verschrieben. Es gibt viele neue Projekte und es gibt natürlich auch das Ziel, grünen Wasserstoff hier in Schwedt zu produzieren. Die ersten Kooperationen sind geschlossen. Es werden die ersten Anlagen, der Bau der ersten Anlagen vorbereitet. Junge Leute sind sehr interessiert daran,
zukunftsfähige Arbeitsplätze hier in Schwedt zu nutzen. Sie wollen sich auf jeden Fall ausbilden lassen, sowohl in der Raffinerie als auch in unserem anderen großen Standbein, das ist die Papierindustrie. Auch dort werden neue Technologien in Anwendung kommen, sodass wir schon sagen, wer technisch orientierte und zukunftssichere Arbeitsplätze sucht, der ist hier schon am richtigen Fleck. Und muss einkaufen und auch mal zum Arzt. Was bedeutet Stadt der kurzen Wege bei Ihnen? Ja, Einkaufsmöglichkeiten, denke ich, haben wir für unsere Einwohnerzahl schon ausreichend. Also wir haben, wie in anderen Städten, auch natürlich auch einen Wechsel in der Händlerlandschaft. Aber es gibt ein großes Order-Center, es gibt viele, viele Einkaufsmöglichkeiten. Wir haben ein Schwerpunktkrankenhaus hier in Schwedt, was auch ein medizinisches Versorgungszentrum betreibt, sodass wir neben den allgemeinen Ärzten auch viele Facharztangebote hier machen können. Und was wir hier natürlich auch haben, ist ein umfangreiches Kulturangebot durch unsere Uckermärkischen Bühnen Schwedt. Das ist ein Landestheater. Wir haben eine eigene Musik- und Kunstschule. Wir haben den Nationalpark vor den Toren der Stadt. Da fällt man aus der Haustür und ist schon gleich im Totalreservat. Das heißt, alles das, was eigentlich gegensätzliche Nutzungen sind, das können wir hier in Schwedt. Wir können Industrie, Natur und Wohnen gut miteinander verbinden. Vielen Dank an die Bürgermeisterin von Schwedt, Anne-Kathrin Hoppe.